I am the Jochen und das ist der Frühsport für Samstag, den 5. November 2022. Schönen guten Morgen. Es ist soweit, wir losen die Champions League aus und zwar das Achtelfinale, um genau zu sein. Das steht nämlich jetzt an. Das wird so das zentrale Thema dieses Videos sein. Aber wir schauen natürlich auch auf den tollen, tollen Sport Samstag, den wir heute haben. Mit einer Menge Angebote, auch wieder im Free TV. Und Tennis ist sowieso am Start und ganz viel anderes mehr noch. Fangen wir aber an mit der Champions League Auslosung. Ich glaube, da warten die meisten drauf und dann sollten wir da doch keinen warten lassen, würde ich sagen. Ich habe mal meine Zettel überarbeitet, habe jetzt mal ein bisschen größer und bunter die Vereinsnamen draufgeschrieben, weil ich, das gilt noch nicht, ne? Das ist jetzt ein Beispiel, Benfica. Man kann es jetzt einfach auch besser, oder die Kamera kann es besser fokussieren. Das war früher das Problem, da habe ich es mit einem normalen Stift draufgeschrieben, mit einem Kuli oder so. Und jetzt mit einem Filzstift ist es einfach fokussierbarer und ihr könnt besser nachvollziehen, was da passiert. Schön, oder? Das hier sind die 8 Gruppensieger aus der Champions League auf diesen Losen. Das hier sind die 8 Gruppenzweiten. So, wir losen klassisch Gruppensieger gegen Gruppenzweiten im Achtelfinale. Es gibt dabei aber es gibt ein paar Besonderheiten, das wissen wir ja bei den Champions League-Auslosungen. Erstens, in der ersten K.O.-Runde dürfen keine Teams aus demselben Land gegeneinander gelost werden. Finde ich auch richtig so, weil Europapokal ist Europapokal. Und ehrlich gesagt, keiner will jetzt im Achtelfinale Frankfurt gegen Dortmund sehen. Das ist witzlos. Dafür gibt es genug andere attraktive Gegner, die man eben nicht ständig sieht. Auch für die Auswärtsfahrer-Fans. Was wollen die in Frankfurt oder in Dortmund bei den Spielen jeweils? Die wollen nach Porto, die wollen nach Manchester und so weiter. Das ist eben das Interessante. Und es darf niemand gegen ein Team spielen, das er in der Vorrunde schon hatte, in der Gruppenphase. Das ist auch noch eine wichtige Bestimmung, die gilt bei der Auslosung. Es gibt normal noch diese Sachen mit, dass die Russen und die Ukrainer nicht gegeneinander spielen dürfen, aber das ist klar, das fällt ja dieses Mal aus, weil wir keine Russen dabei haben. Ganz einfach eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Und wir haben 4 deutsche Teams drin, 1 davon in Topf A mit den Gruppensiegern, das sind die Bayern, in Topf B bei den Gruppenzweiten, dann eben die anderen 3. Aber gut, ich fange jetzt einfach mal gemütlich an mit dem Ziehen aus Topf A. Das ist noch der unspektakuläre Teil. Und dann müssen wir gleich mal welche ausschließen für die Auslosung. Das ist das Wichtige dabei. Also, los geht's. Team 1, Man City. So ist es um Längen besser mit dem dicken Stift. Ne? Man kann es wirklich einfach lesen. Man City. So. Die spielen in dem Achtelfinale gegen, jetzt geht die Arbeit los. Die dürfen nicht spielen gegen Liverpool, das muss raus vorher, weil selbe Nation. Und sie können nicht spielen gegen Borussia Dortmund, weil schon Gruppengegner. Die müssen auch raus. Ansonsten müsste alles drin sein. Ich habe also noch 6 Lose übrig. Dann mische ich die mal, das sind sie hier. Dann sind wir mal gespannt, wer gegen Manchester City ran darf oder muss im Achtelfinale der Champions League. Und es ist das hier. Milan. Nahlim? Verkehrt rumgehalten. Nein, Milan ist es. Also Manchester City starten wir mal gegen Milan. So, jetzt wieder zurück in den ersten Topf. Das ist wieder jetzt harmlos. Ich ziehe irgendeinen. Fischeln mal raus. Und es ist Chelsea. So. Da muss jetzt auch wieder geguckt werden. Es bleibt Liverpool draußen. Die können ja auch nicht gegen Chelsea spielen. Und es geht ebenfalls raus. Achso, Milan wäre rausgegangen als Gruppengegner von Chelsea. Das hat sich aber erübrigt. Wir haben übrigens 4 deutsche Teams im Topf. Das hatte ich gestern schon erwähnt. 4 Engländer, so genau hatte ich es nicht gesagt, sind dabei. Dazu gibt es 3 Teams aus Italien. Sowie jeweils eine Mannschaft aus Portugal, Frankreich und Belgien. Und Spanien, Real Madrid. Oh Gott, wunderbar, irgendeiner fehlt noch. Gut, wir ziehen den Gegner von Chelsea. Paris Saint-Germain, PSG gegen Chelsea. Der Tuchel Bowl hat beide trainiert, hat mit beiden Erfolge gefeiert, wurde bei beiden entlassen. Ich weiß gar nicht, ob er sich's anguckt. Aber wenn ich er wäre, würde ich nicht gucken. So, dritte Paarung. Kommt daher mit Porto, die auch Gruppensieger geworden sind ja in ihrer Gruppe. Und jetzt geht es für Porto zu Hause nicht gegen Brügge. Die hatten sie schon in der Gruppe, die müssen raus. So. Alle anderen sind machbar. Genau, weil wir logischerweise keine andere Porto. Doch, Benfica ist noch drin, aber die sind ja
im selben Topf wie Portugal. Habe ich das vorhin falsch gesagt? Zwei Portugiesen sind drin und ein Spanier. Und dieser spielt gegen Porto, es ist Leipzig. Also FC Porto gegen RB Leipzig, das erste Duell mit deutscher Beteiligung. Kommen wir zum nächsten Duell. Fünf haben wir noch. Wieder zu den Gruppensiegern. Und das ist als nächstes Tottenham. Tottenham Hotspur, wieder ein englisches Team. Das heißt, Liverpool geht wieder raus. Vorerst zumindest. Und Tottenham hat in der Gruppe gespielt gegen Frankfurt. Die gehen also auch raus. Ja, und dann haben wir schon nur noch drei mögliche Gegner für Tottenham Hotspur. Und wir ziehen, wer es denn wird. Der da wird. Brügge. Tottenham gegen Brügge. Also die Deutschen lassen noch ein bisschen auf sich warten. Jetzt wird es langsam tricky, weil jetzt kommt langsam die Zeit, wo man aufpassen muss. Geht denn überhaupt noch alles zu losen? Oder muss jetzt irgendjemand schon automatisch Gegner werden, weil er sonst keinen Partner mehr findet? Das wird nämlich jetzt eine ganz olle Nummer noch irgendwie. Wir ziehen erstmal wieder einen Gruppensieger. Bayern. Bayern München. Für die, die es nicht kennen. So, jetzt muss ich höllisch aufpassen. Weil sonst bringe ich mich hier schon bitterböse. Jetzt bin ich schon in der Bredouille fast. Ne? Das geht gerade nochmal gut. Frankfurt geht nicht, Dortmund geht nicht, Inter geht nicht. Die haben sie in der Gruppe und damit brauchen wir nicht zu losen, weil es gibt nur noch einen, der in Frage kommt. Das ist der FC Liverpool. Die haben sie vor 3 Jahren rausgeworfen, wenn ihr euch dunkel daran erinnert. Jetzt also geht es wieder gegen Liverpool für die Bayern, mangels Alternativen. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, krieg ich das noch zu Ende? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendeine Beschränkung jetzt gerade vergessen habe. Aber ich schaue mal, was passiert. Also Bayern auf jeden Fall gegen Liverpool, das wäre auf jeden Fall ein nettes Ding. Nächste Heimmannschaft oder nächste Gruppensiegermannschaft ist Benfica Lissabon. Der andere Portugiese, nämlich Porto, ist schon raus. Aber in der Gruppe hatten sie PSG, die sind auch schon raus. Jetzt muss ich aber gleich mal spicken. Wir haben noch Napoli und Real übrig. Real hat gegen Leipzig in der Gruppe gespielt, das ist egal. Es gibt auch keinen Spanier mehr sonst. Napoli hatte Liverpool in der Gruppe, die sind weg. Milan ist weg. Napoli darf aber nachher nicht gegen Inter spielen. Das darf man nicht vergessen. So, Benfica allerdings geht tatsächlich jetzt alles drei. Wir können aber, Inter könnte ja noch dann Real zugeteilt werden. Das ginge. Okay, also können wir noch frei losen zwischen den dreien. Noch gibt es da die Beschränkung nicht. Die zwei Deutschen sind noch drin und die Chance ist sehr groß, dass einer von den beiden nach Lissabon fährt. So, Benfica, vielleicht die Frankfurter, die waren ja gerade in Lissabon. Beim anderen Team. Nein, es ist Dortmund. Borussia Dortmund also spielt bei Benfica Lissabon. Und auch zu Hause gegen Benfica Lissabon natürlich. So, jetzt kann sein, dass der Spaß gleich schon vorbei ist. Napoli wird gezogen als Gruppensieger und jetzt ist es klar, mehr Auslosung ist nicht mehr, weil gegen Inter können sie nicht spielen, weil es ein italienisches Team ist. Das heißt, für Napoli bleibt als Gegner einzig und allein Eintracht Frankfurt übrig. Die werden also jetzt gegen. Geht, ne? Ja, geht. Gegen Napoli spielen. Und die letzte Paarung, die es dann ergibt, die ist auch real möglich. Real möglich. Real Madrid trifft nämlich auf Inter Mailand. So, die gerade Barcelona rausgeschmissen haben. Wie schön. Das ist also das Achtelfinale in der Champions League. Man City gegen Milan, Chelsea gegen PSG, Porto gegen Leipzig, Tottenham Brügge, Bayern gegen Liverpool, Benfica Dortmund, Napoli Frankfurt und Real gegen Inter. Wisst ihr Bescheid? Die UEFA lost am Montag, Mittag um 12 Uhr. Und wenn sie was anderes losen, dann ist das nicht in Ordnung. Wir schauen auf den Sport vom Wochenende und gucken mal, was es dort Schönes gibt. Fußball gestern Abend, Gladbach Stuttgart 3-1 und Darmstadt bleibt vorne in der zweiten Liga, gewinnt 1-0 gegen Hannover. Das sind so die Schlagzeilen des Tages. Ansonsten der Fußball wie immer Montag, Dienstag früh hier im Frühsport ausführlich über die Ligen berichtend. Programm von heute. 13 Uhr geht's los mit der Zweitligakonferenz. Heidenheim gegen Paderborn, Düsseldorf, St. Pauli und Karlsruhe gegen Kiel. Die Zweitliga kommt dann wie immer nochmal am, alles auf Sky Bundesliga. Die Zweitliga kommt nochmal am Abend, 20:30 mit Bielefeld gegen Kaiserslautern auf Sport 1 im Free TV oder eben auch auf Sky Bundesliga zu sehen. Die Nachmittagsbundesliga Nummer 1 dann mit 5 Spielen in der Konferenz oder auch einzeln bei Sky Bundesliga zu sehen oder auf Sky Top Event und so weiter. Dortmund gegen Bochum, Augsburg gegen Frankfurt, Mainz-Wolfsburg, Hertha gegen Bayern und Hoffenheim gegen Leipzig. Und am Abend um 18:30 Uhr dann Werder Bremen gegen Schalke 04. Dritte Liga, wie üblich, mit 6 Spielen. Heute gibt es nur 2 Live-Spiele im Free TV. Und zwar im Mitteldeutschen Rundfunk gibt es Halle gegen Waldhof Mannheim. Und im Bayerischen Rundfunk gibt es den SC Verl gegen Ingolstadt. Dazu auf Magenta, einzeln oder in der Konferenz, Dresden gegen Freiburg 2.
Duisburg gegen Bayreuth, Elversberg gegen Dortmund 2 und Viktoria Köln gegen Aue. Frauenbundesliga, ein Spiel um 13 Uhr, Freiburg gegen die Bayern auf Magenta Sport. Und dann kommt die Premier League, die hat heute kein frühes Spiel, ich weiß nicht warum, kein Mittagsspiel, sondern 16 Uhr wird gespielt, zum Beispiel Manchester City gegen Fulham oder auch Wolverhampton gegen Brighton, live auf Sky Sport, beides, Sky Sport Premier League, Sky Sport Mix, nee, Mix nicht, also Sky Sport irgendwas. Und am Abend 18:30 haben wir FC Everton gegen Leicester City, auch das auf Sky Premier League zu sehen. Frankreich mit Angers gegen Lens, das klingt auf den ersten Blick jetzt so semi-attraktiv, aber wir wollen nicht vergessen, dass Lens Tabellenzweiter ist und momentan der ärgste Verfolger von PSG. Angers ist Tabellenletzter, sollte also eigentlich ein klares Ding werden für die Lenser, wenn man das so sagt. Italien kommt daher mit 18 Uhr dem Kracher Atalanta Bergamo gegen SSC Neapel. Und das ist tatsächlich Zweiter gegen Erster. Atalanta hat 5 Punkte Rückstand momentan, könnte auf 2 reduzieren. Der Tabellendritte AC Milan, den gibt es im Anschluss 2045 gegen La Spezia. Beide Spiele auch zu sehen auf The Zone. Und dann gucken wir nach Spanien. Da sticht natürlich eine Partie, da spricht natürlich keine Partie so richtig raus. Aber vielleicht noch das Interessanteste ist am Abend um 21 Uhr dann Barcelona gegen Almeria. Also auch das auf The Zone zu sehen. Was ich aber empfehlen kann auf The Zone heute, ist das große Finale um den MLS Cup. Also das Finale der Major League Soccer. Und da trifft heute um 21 Uhr Los Angeles FC auf Philadelphia Union. Ich hatte es schon die Tage gesagt, Philadelphia in diesen Tagen the place to be in Sachen Sport. Da geht es richtig rund. Union also greift nach dem Titel. Und es könnte sein, dass in Philadelphia demnächst mehrere große Titel gleichzeitig gehalten werden. Denn dieses MLS-Cup-Finale ist die erste Möglichkeit. Dann spielen die Philadelphia Phillies ja gerade im Baseball-Finale gegen Houston. Allerdings führt Houston jetzt wieder 3-2 nach dem fünften Finale. Und da gibt es das sechste Finale in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 live wieder aus Houston. Da könnte Houston das Ding zumachen oder aber Philadelphia gleich nochmal außen holt ein siebtes Spiel. Das Ganze gibt es live zu sehen auf Sport 1. Und dann gibt es noch die Footballer, die gut drauf sind. Die haben das Thursday Night Game gewonnen gegen Houston. Ach, auch gegen Houston. Guck an. Ist hier verrückt. Ja, haben sie in der Tat. 29-17. Für die wie heißen die? Bin ich völlig raus. Eagles, ne? Ja, die Eagles, genau. Haben gewonnen gegen die Houston Texans. So sieht's aus. Okay. Strich drunter. Wir gucken weiter rüber zum Eishockey. Da gab es die Deutsche Eishockey-Liga am gestrigen Abend, wie immer freitags. Ein voller Spieltag. Was ist passiert? Red Bull München gewinnt nach Verlängerung gegen Straubing, ist Tabellenerster vor Ingolstadt auf Platz 2. Dritter die Adler Mannheim, die in Köln gewinnen. Und auf 4 die Fishtown Penguins, die jetzt bei den Eisbären verloren haben, was diese Saison schon eine Leistung ist. Die rutschen also immer weiter runter, die Fishtown Penguins. Wobei sie punktmäßig noch nah dabei sind, aber 4. Niederlage in Folge ist schon nicht so schön. Die Löwen Frankfurt als Aufsteiger weiterhin 5. haben gewonnen in Wolfsburg beim Tabellensechsten. Heute geht es weiter in Sachen Eishockey mit der deutschen mit der NHL, sorry, Samstags NHL-Tag, 19 Uhr. Da gibt es die Columbus Blue Jackets gegen Colorado Avalanche und man wird sich denken, hä, hat man doch gerade gestern erst, stimmt, die spielen nämlich in Tampere in Finnland gegeneinander. Deswegen spielen die jetzt gleich 2 Spiele am Stück, weil sie eben dort beide sowieso gerade verweilen. In Tampere, bei dieser Arena, wo auch die Eishockey-WM, das war, wo ich im Sommer an der Halle vorbeigelaufen bin. Egal, ich schweife ab. Wir gucken auf den weiteren Sportplan, da schauen wir jetzt mal aufs Tennis, würde ich sagen. ATP Doubles Race, es geht um den Einzug in die ATP Finals und da hat sich gestern eine Menge getan. Glasspool Heliovara haben sich mit dem Sieg und mit dem Halbfinaleinzug ihren Platz gesichert in den ATP Finals als insgesamt 7. Team, das heißt, es ist nur noch ein Platz frei. Und da gab es dann das direkte deutsche Duell mit Kravitz-Mies gegen Pütz-Wienes. Wienes nicht deutscher, aber eben mit dabei. Und das ging am Schluss an Kravitz-Mies. Das bedeutet, dass Tim Pütz und Michael Wienes nicht dabei sein werden bei den Finals. Und dass Kravitz-Mies, die jetzt im Halbfinale gegen Dodik Krajicek spielen, das sind die letzten Konkurrenten, die sie noch haben, müssen aber das Turnier gewinnen. Also ein Halbfinaleinzug, ein Finaleinzug reicht nicht für Kravitz-Mies, weil sie brauchen die vollen 1000 Punkte, die es zu gewinnen gibt, um vorbeizugehen an Dodik Krajicek. Der Weg ist also bereitet für die ATP Finals. 2 Siege noch, jetzt im Halbfinale heute und dann morgen das Finale gewinnen und dann würden Kravitz-Mies doch noch zu den ATP Finals fahren. Das fände ich natürlich ein mega Saisonabschluss.
Das Ganze ist zu sehen, vermutlich, das ist jetzt so ein Ding. Gestern gab es auch bei Sky, nicht im linearen TV, da wird Einzel gezeigt, sondern auf der Sky.de Homepage. Da gab es einen Stream für Abonnenten für dieses Doppelduell und ich hoffe und vermute mal, das werden sie auch heute anbieten. Und zwar soll das um 18 Uhr steigen, das Halbfinale von Krawitz-Mies gegen Dodig-Krajicek. Es ist auch völlig klar, wenn Krawitz-Mies das verlieren, dann fahren Dodig-Krajicek auf jeden Fall als achtes Team zu den ATP Finals und dann ist das Ding durch. Also ganz, ganz wichtiges Spiel heute für die beiden. Wir drücken die Daumen, 18 Uhr. Live aus Paris geht's los auf Sky.de, vermute ich, im Stream. Vielleicht aber auch im TV, weil bis dahin könnten die Halbfinale im Einzel schon durch sein. Die gibt's ab 14 Uhr, nämlich Rune gegen Oji Aliassim und im Anschluss dann Djokovic gegen Tsitsipas. Also so gegen 4, halb 5, denke ich mal, je nachdem, wie lange die vorneweg brauchen. Guckt mal rein bei Sky, wenn ihr das sehen wollt. Ich glaube, das wird heute eine ganz interessante Kiste. Apropos Tennis, da bringt mich noch kurz zurück zu den WTA-Finals. Da gucken wir mal kurz, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Da hat sich jetzt nämlich in der Einzelkonkurrenz Iga Swiatek schon qualifiziert fürs Halbfinale, ebenso wie Maria Sakkari. Und ausgeschieden vorzeitig ist Coco Gauff. Die anderen alle noch im Rennen, da erzähle ich euch dann morgen, wer ins Halbfinale gerutscht ist noch. Und im Doppel ist es so, dass da ein Team bereits im Halbfinale steht, nämlich Krejcikova, Siniakova. Und ausgeschieden auch hier Coco Gauff zusammen mit Jessica Pegula ist sie nicht mehr mit dabei. So. Dann startet heute die Handball-Europameisterschaft fürs deutsche Team, für die deutschen Damen. Die spielen um 20.30 Uhr gegen Polen. Davor in derselben Gruppe bereits um 18 Uhr Montenegro gegen Spanien. Und die Spiele gibt es alle live zu sehen auf Sportdeutschland TV. Guckt gerne rein, wenn ihr da Interesse dran habt. Basketball Euroleague gestern mit der Niederlage von Alba Berlin gegen Zalgiris Kaunas. Also irgendwie mit den Deutschen läuft es in der Euroleague noch nicht so rund, auch wenn die Bayern ja gewonnen hatten vorgestern. Ihr Spiel. Heute gibt es die Basketball-Bundesliga um 18 Uhr, Göttingen-Würzburg und Ulm gegen Chemnitz, live auf Magentasport. Und dann um 20:30 gibt es Crailsheim gegen den mitteldeutschen BC und Bonn gegen Heidelberg, ebenfalls auf Magentasport. Und wer das Zone hat, der kann ab 22 Uhr NBA gucken mit Orlando Magic gegen die Sacramento Kings. Handball gibt es außerdem Damen-EM-Turnier auch noch aus der HBL, und zwar ein Spiel um 20:30 trifft Kiel auf Lemgo, live zu sehen auf Sky Sport Mix. Und jetzt gehen mir gleich die Themen aus, macht aber nichts. Skispringen wollte ich noch sagen, genau, da gab es die Qualifikation in Wiesla. Beim Mattenspringen möchte ich es mal nennen, es ist dann doch eher so ein Sommerskispringen. Ich habe gestern Fehler gemacht, ich habe gestern gesagt, Severin Freund wäre am Start, der springt ja gar nicht mehr. Der ist halt zurückgetreten im Sommer. Mein Fehler, aber die anderen waren dabei. Und da hat aus deutscher Sicht das Highlight gesetzt Philipp Raimund. Der hat nämlich die vierte besten Sprung hingelegt in der Quali-Konkurrenz. Kubacki hat das Ding gewonnen, aber ansonsten auch qualifiziert natürlich die anderen Deutschen für den Hauptdurchgang. Geiger, Paschke, Schmidt, Eisenbichler, Wellinger und nicht Severin Freund. Da achte ich jetzt drauf. Das Springen gibt es heute und zwar ab 16 Uhr. Punkt. Live zu sehen im Ersten und auch live zu sehen auf Eurosport. Und wer schon vorher Frauenskispringen gucken möchte, der kann das gerne tun und zwar auch im Ersten. Da gibt es nämlich ab 12 Uhr den Stream auf sportschau.de, Skispringen der Frauen, auch in Wiesla. Da geht es also auch auf den ersten Wettbewerb. Ich habe inzwischen auch jetzt mitbekommen, warum die jetzt schon loslegen. Es ist der früheste Skisprung-Weltcup-Start ever, weil er denn die Fußball-WM demnächst kommt. Und da wollen sie ein bisschen ausweichen, deswegen haben sie einiges vorgezogen. Aber dafür müssen sie halt eben auf Matten springen, weil Schnee ist noch nicht. Generell auch wegen Schnee, Skicross fällt aus am Wochenende jetzt, sollte eigentlich was noch steigen. Aber es ist kein Wetter. Ja, was willst du machen? Haben wir noch was? Ich gucke nochmal drüber, ob ich was vergessen habe. Also Tennis geht natürlich weiter mit den WTA-Finals live zu sehen auf Tennis Channel. Das Übliche. Hockey gibt es, FIH Pro League wieder um 23 Uhr. Jetzt die Damen gegen Argentinien. Die haben gestern verloren gegen Belgien, knapp in Penalties. Und dann wird auch nochmal Hockey gespielt, auch für die Männer. Da geht es um 1.30 Uhr gegen Argentinien. Alles live auf der Zone zu sehen, wie üblich. Das beim Hockey ja hier kennen wir. Dann habe ich, irgendwas war doch noch, Volleyball-Bundesliga war noch. Und zwar Wiesbaden gegen Stuttgart, 17 Uhr live auf Sport 1 im Free-TV bei den Frauen. Das ist die Frauen-Bundesliga. Wer da Lust drauf hat, kann da also fündig werden. Und jetzt bin ich, glaube ich, dann raus, weil hier mit, da steht jetzt auch nichts mehr Spannendes. Nee, das haben wir alles. Das haben wir alles. Das haben wir auch alles. Können wir dicht machen für heute. Danke fürs Zugucken. Morgen losen wir Europa League. Und schauen auf den Sport Sonntag und gucken, was da Schönes los ist. Seid wieder dabei, ich würde mich freuen. Danke fürs heute Zuschauen und einen schönen Samstag euch. Tschüss.